und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play The Forest mit mir, mit dem Sender 2904. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir wurden ja letzte Nacht angegriffen von Kannibalen. Und das war nicht so schön. So. Fängt ja schon mal gut an, dass es direkt anfängt zu lecken. Wir müssten mal was trinken. Haben wir hier was drin? Nein, leider nicht. Dann tun wir uns eine Soda rein, Zwiebeln. So. Den stellen wir jetzt erstmal wieder hoch. Haben wir leider kein Haar hier drin. So, was sammeln wir jetzt erstmal wieder ein bisschen ein. Ein paar Stickies, Steine. Fällen wir ein paar Bäume. Machen wir mal unser alten Treehouse weiter, ein bisschen. Ich will auf jeden Fall diese Folge auch noch ein paar Fallen und so weiter aufstellen. Dass sowas nicht mal vorkommt wie letzte Nacht. Aber in der letzten Folge, wo wir so hart angegriffen wurden. Wir konnten uns zwar zur Wehr setzen, aber naja, mehr schlecht als recht. Komm, nehmen wir mal die Stämme mit. Die Steine wollte ich sagen, ja. So. Komm her. Dahin, so. Oh, ein Lursch. Stirb! Ich würde sagen, wir grillen uns gleich mal durch, dann haben wir wieder Platz für einen. So, rauf mit dir, dann nehmen wir uns den mit. Was ich auf jeden Fall jetzt hier noch machen will, ist, na, komm mal her. Wo haben wir denn die Fallen? Fallen. Hier so eine Rope Swing Trap. Die können wir hier irgendwo in einen Baum reinhängen. Die Frage ist nur in wo. Machen wir es mal dahin. So. 10 Steine, 6 Baumstämme. Naja, das geht ja noch. So. Na komm. Ich würde sagen, fällen wir mal den Baum hier. Ich hoffe, unser Leguan verkocht nicht auf dem Grill. Müssen noch mal wieder schlafen gehen. Ich glaube, das mache ich dann mal. Na komm, fall um. So. Komm, bau mir das Ding hier schnell fertig. So. Hallo kleiner Hasi. Danke. Wieder Nahrung gefunden. Hier weg mit dem Kopf. So, es scheint wieder hell zu werden, da brauchen wir ja gar nicht schlafen zu gehen. Das ist ja super natürlich. So, hier die Steine, was ist denn das? Ah, okay. Ne, ich verstehe, das ist, wenn man da drüber läuft, kriegt man die Falle ins Gesicht. So. Steine haben wir fertig. Ich würde sagen, jetzt futtern wir unseren Leguan erstmal. Dann müsste fertig sein. So. Lecker schmatzi schmatzi. So. Die Pilze, die sind giftig. Jetzt fällen wir den Baum hier noch. Dann haben wir alles für die Falle zusammen. Wie gesagt, wir müssen auch noch an den Strand und Federn besorgen und so weiter. Aber ich wollte jetzt erstmal ein paar Fallen aufstellen und mal ein paar Wände und so weiter. Weil ich habe keine Lust, wie gesagt, wieder überfallen zu werden nachts. So. So, da ist unsere Falle fertig. So, ich kann es ja mal demonstrieren. Also, wenn man dann mit seiner Regie läuft, so, ouch, kriegt man den Stein ins Gesicht. So, komm, hängen wir das Ding wieder auf. Nehmen wir mal die Baumstämme hier und holen die uns mal da oben hin. So. Was ich aber auf jeden Fall auch noch machen will, ist, na, wo haben wir das? Wo haben wir das? Hier, das wollte ich auch mal probieren. Kann man das hier nicht machen? Na gut, dann machen wir halt die Spikes hier erstmal hin. So, 9 Baumstämme.
Unsere Plattform da hinten müssen wir auch noch fertig machen. So, komm, alles wegklopsen hier. Wie der Typ stöhnt beim Baumfällen. So, den Lizard Skin können wir auch anziehen. So, jetzt haben wir mal die Plattform fertig. Hallo? Das Feuerzeug können wir jetzt einstecken. Brauchen wir immer selber genug. Oh, die Clove können wir aufzulecken. Ein bisschen Zünden nehmen wir uns noch mit. Das ist nichts. Ja. War da nicht gerade ein Vogel? Die Seile nehmen wir mit. Ich höre irgendwo einen Eingeborenen oder einen Kannibalen. Die Frage ist so, wo ist er? Wo ist er? Er hat sich versteckt, der kleine Schlinge. Ups. Aha, da ist er. Da ist er, ja. Da machen wir uns mal auf die Fersen. Er will sich wirklich mit uns annehmen. Ja, komm her. Na komm auf die Schnauze, Junge. Stirb, du Pisser. Er lacht noch, das gefällt ihm. Naja, geben das seine. Wem's gefällt. Hui, hui. Komm her. Da und da. So, da haben wir schon mal die erste Plattform. Ich würde sagen, wir bauen uns dann noch eine Plattform. Moment, wo war die Plattform nochmal? Nein, die war weiter rechts. Müssten dann eigentlich... Na komm schon. Nein. Das gibt's ja jetzt gar nicht mehr. Hier, ich sag mal, die nächste Plattform einfach mal dahin so. Essen tun wir das jetzt, ne? 7 Baumstämme brauchen wir dafür noch. Was ich auf jeden Fall aber auch noch machen will, ist hier Feuer und hier noch ein Feuer hinstellen für nachts. Ist ein bisschen heller. So. Es müsste mal regnen, wir bräuchten wieder Frischwasser. Weg mit dir. Die Bären sind giftig, die kann man nicht essen. Von daher. Können wir den abfällen? Die Zwillingsbäume, die sind ineinander gewachsen. Das ist ja cool. Komm. Oh, das Auge juckt. Kurz kratzen. Oh. Oh, dann fällen wir den gleich auch mit. Ja, wollen ja auch hier vorankommen. So, na komm. Okay, er hat keine Ausdauer mehr. Die Puppe, der Typ soll sich mal ein Fitnessgerät craften. Ein bisschen pumpen. Hoch. Stimmt, man kann ja die Baumstümpfe jetzt auch kaputt hauen. So. Die Frage ist nur, warum geht der nicht weg? Ah, jetzt ist er weg. So. Jetzt haben wir genug Baumstämme erstmal, um das Ding hier fertig zu machen. So. Na komm. 3 Stück noch. 1, 2. Ich will auf jeden Fall noch eine andere Falle kurz bauen. Hätte ich auch gerade Bock drauf. Hallo Hase. So, jetzt haben wir hier schon mal eine kleine Barrikade. Und zwar, welche Falle war das denn nochmal? Wo war die denn? Müsste hier gewesen sein. War das die Leafile Trap? Genau, die war hier. Ich würde sagen, die bauen wir genau hier neben dran. Brauchen wir 50 Blätter. Das ist ja eine ganze Menge, aber ich hoffe, wir haben so viel überhaupt dabei. So, das können wir dann nämlich anzünden und dann tun wir
Einfach hier den Molotow drüber stellen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, machen wir das Ganze einfach hier rein, so. So. Wenn dann einer da drüber läuft, so. Was ist das hier? Ja, ich wollte es ja nur mal demonstrieren. Jetzt ist natürlich die Rüstung kaputt, aber... Okay, der ganze Baumwald fängt an zu brennen. Na super. Und ich habe mein Handy nicht dabei und kann die Feuerwehr nicht anrufen. Verdammte Scheiße. Der Baum brennt ab. Ja, und der Lur steht da und guckt. Ich hoffe, das geht wieder aus irgendwann. Scheint nicht so. Und wir fällen den Baum schnell. Oh cool, die fallen sogar ab. Die verbrennen und fallen um. Kann man mit denen auch was machen? Das finde ich ja nice. Wir haben jetzt wieder einen Skin bekommen, so. Das sind sie despawned. Jetzt müssen wir die Falle halt wieder neu aufbauen, aber ich wollte es nur kurz zeigen. Ich würde sagen, Moment. Wir bauen uns einfach hier. Genau, nochmal so ein Ding hier neben dran. So. Wie gesagt, wir können hier auch noch einen riesen Zaum drum ziehen. Und so weiter und so fort. Eine richtige kleine große Basis errichten. Dass wir aber erstmal geschützt sind und uns in Ruhe aufbauen können. Weil jedes Mal beim Bauen angegriffen zu werden ist nicht so toll. So, nehmen wir den Baum hier noch mit. Mal Glück haben, reichen die zwei Bäume. Boah, wir müssen schon wieder was essen. Hä? Wie viel Hunger hat der Typ denn? Ist ja echt krass. Das kann man keine mehr mitnehmen. So. Bauen wir das Ding hier noch da hin. So. Rein mit dir. So. Noch drei Stück. Haben wir noch drei Stück? Ich hoffe mal, wir haben noch einen. Okay, noch sogar noch zwei. Ein. So. Na ja, komm, dann fällen wir den einen. Ach, da ist da noch einer. Na super. Dann brauchen wir mal mehr neuen Baum anfangen. Oh, verdammt, jetzt bin ich selbst durch die Falle gelaufen. Ich bin so blöd. So. Jetzt haben wir die Dinger hier fertig. So, ich würde sagen, dann war's das für diese Folge. Ich speichere jetzt schnell. Komm, ich hau uns noch schnell was auf den Grill. Kleines Rehschenkel, kleiner Rehschenkel, so. Ja komm, koch schön. Ich hab Hunger. Ist wie bei McDonalds, da muss man auch immer so lange warten. Bis man sein Futter bekommt. Na komm. Ich will doch nur essen, mach doch mal fertig. Jawohl, endlich. So, dann war's das für diese Folge. Vielen Dank. Ich speichere jetzt nochmal kurz. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.